diesen Tagen kommen Studierende und Dozentenschaft aus den Semesterferien zurück. Und am 15. April werden wir alle im Rahmen unserer akademischen Feier zur Eröffnung des Sommersemesters Absolventinnen und Absolventen verabschieden, neue Studierende herzlich begrüßen. Dass dieses Mal Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert die Karlsruher Rede halten wird, ist eine hohe Ehre und besondere Freude. Sein Thema: Kulturstaat und Bürgergesellschaft zum Verhältnis von Politik und Kunst passt gut in unsere Zeit, in der es in besonderer Weise gilt, den Wert von Kunst für unsere Gesellschaft zu definieren. Die Karlsruher Reden haben sich längst zu einer guten Tradition entwickelt. Und dass so viele große Persönlichkeiten unserer Tage als Redner zu uns auf Campus One Schloss Gottesaue kommen, zeigt, welch hohe Anerkennung und Wertschätzung unserer Hochschule entgegengebracht wird. So freue ich mich sehr, Herrn Bundestagspräsidenten Dr. Lammert das erste gedruckte Exemplar der Karlsruher Reden 2007 bis 2013 überreichen zu können. Mit Beiträgen des Literaten Peter Hertling, der Publizistin und Dramaturgin Dr. Nike Wagner, des Bundesministers AD Dr. Heiner Geißler, des Diplomaten und Essayisten Stefan Essel und vielen anderen. Alle schenkten Studierenden und Dozentenschaft wie auch der Karlsruher Öffentlichkeit erinnerungswürdige Begegnungen. Frau Dr. Ilse Völter ermöglichte den Druck der Karlsruher Reden durch großzügige finanzielle Unterstützung. Ihr danke ich ganz persönlich. Die hochschulpolitische Situation ist derzeit geprägt durch das Dialogverfahren der 5 vom Wissenschaftsministerium veranstalteten Themenforen. Das letzte dieser jeweils eintägigen Treffen wird am 21. Juli in Karlsruhe stattfinden zum Thema Qualität und Vollangebot. Ein Vollangebot der Lehre für Baden-Württemberg setzt die Definition voraus, was eine Musikhochschule als Kernbereich ausmacht, was ergänzend bzw. profilierend hinzukommt. Die Landesrektorenkonferenz der 5 baden-württembergischen Hochschulen wird sich in den kommenden Wochen mit all diesen komplexen Fragen auseinandersetzen. In Vorbereitung der Themenforen und der anstehenden Gespräche ist es zurzeit eine große Herausforderung, vielfältiges Zahlenmaterial zusammenzustellen, die Struktur der eigenen Hochschule zu bedenken, vor allem aber auch Absolventinnen und Absolventen zu befragen. So haben wir einen großen Schritt vorwärts gemacht, denn wir haben inzwischen unseren Verein der ehemaligen unter dem Namen Alumni Campus One gegründet. Dem Vorstand unter der Leitung unserer früheren, hochverdienten Rektorin Dr. H.C. Fanny Solter gehören an Frau Professorin Sontraut Speidel, Professor Jürgen Christ, Professor Roberto Domingos, Markus Hadula, die AStA-Vorsitzende Julia Seitz und ich selbst. Wir alle hoffen auf eine große Resonanz, denn aus den Erfahrungen der ehemaligen kann unsere Hochschule immens profitieren für eine optimale Weiterentwicklung. Der Frühling stimmt uns alle heiter. Frühlingsgrün kommt auch unser neuer Veranstaltungskalender daher mit einem überaus interessanten und alle Sinne belebenden, umfangreichen Programm für die nächsten Monate. Und Campus One Schloss Gottesaue hat wieder mal eine neue Baustelle. Zur Abwechslung aber mal eine, die uns richtig froh stimmt. Denn die Arbeiten an unserer Konzertwiese beginnen demnächst. Noch vor dem Sommer soll sie in sattem Grün unseren Campus zieren. Wir sind allerbester Dinge, dass dies auch problemlos gelingen wird. So wohlgestimmt und hoffnungsfroh wünsche ich Ihnen, wünsche ich uns allen ein erfolgreiches, glückliches Sommersemester 2014.